Grüße Gemüse und Gummo, Gummo, Gummo. Wir sind hier bei Super Mario 64 B-Free-Free-13 Version 1.0 und sind hier in Lobby B, in Beta Lobby B, sehr gut vorangekommen. Und gucken mal, wo uns das Glück heute hin verschlägt. Ich glaube, wir haben im letzten Part die roten Münzen gesammelt. Ich glaube sogar gegen Ende hin. In dem Sinne. Ja, mit der tunigen Musik, kehren wir hier zurück und schauen, was wir sonst noch so hier tun können. Es wird sehr lecker, in dem Sinne. Lassen Sie nun einen Daumen nach oben da. Für den heiligen Support zeigen Sie Ihre Unterstützung in Form einer solchen Angelegenheit. Und um mehr Froschis an einem Mittwoch mit einer Stampfattacke komplett kaputt zu machen. Es wird ehrenlos. Also, wir waren... Ich glaube, beim letzten Mal auch schon auf dem Weg nach oben. Und haben da auch, glaube ich, einen Stern gesehen. Ich weiß aber nicht, ob der in der Truhe war. Oder halt in einem Block. Effektiv. Mal gucken. Sind ja auch gleich schon da. Ich frage mich... Ich konnte doch hier abkürzen, richtig? Ist schon wieder ein Tag her. Ja, perfekt. Können wir auch hier einen Seitwärtssprung machen? Stark. Ja. Habe ich dir schon fast gedacht gehabt, wir haben den noch gar nicht eingesammelt. Ehre. Damit sind wir... Ich weiß nicht, sind wir hier fertig? Sind wir hier jetzt durch? Ich glaube, nein. Ich glaube, es gibt hier noch so ein paar Areas in diesem Level, die in noch weitere Level führen. Eine Levelception. Willkommen bei B-Free-Free-13, Allah. Okay, die Frage ist, wo machen wir jetzt... Aua, wo machen wir jetzt weiter? Das ist eine sehr gute Frage. Ich könnte ins Wiki gucken, dann wüsste ich genau, wie viele Sterne es hier gibt. Aber eigentlich... Ich weiß nicht. Es dürfte hier nur 2 Sterne... auf der Overworld geben. Halt effektiv der Stern am Gipfel und die roten Münzen. Aber ich mach mal Auge. Okay, ich hätte jetzt noch was gefunden, was aber ich glaube nur, also jedenfalls bestätigt, in Version 0.9, Junge, was? In Version 0.9 vorkommt. Ich weiß nicht, ob das in 1.0 unabandoned, geschweige denn hier die offizielle Version hinzugefügt worden ist. Und zwar, ich habe mich ja im letzten Part gefragt, was machen diese ganzen Wolken hier eigentlich? Und ich hatte gelesen, dass bei 30 Sternen ein Stern auf der Wolke spawnt. Und die ist sogar begehbar. Wild. Aber hier ist nichts. Na gut, ne? Na gut, ne? Machen wir nochmal kurz Auge auf der anderen. Oh mein Gott! Ja, das ist auch kein Problem. Dann gehen wir eben hier rein und zwar in die kalte Krevasse. Ich weiß nicht, was Crevasse heißt. Die kalte Höhle. Warnung! Du bist in diese kalte Höhle gekommen. Pass auf deine Schritte auf. Captain Schneemann. Hier gibt es wieder einiges zu macken. Ich glaube, es gibt hier drin 2 Sterne. Ui. Eine kleine, aber trickige Stage. Weil hier überall Schneemänner sind, die Scheiße bauen. Überall Frösche, die dich unten am Boden sehen wollen. Also der hier. In dem Sinne... Also. Ja gut, ne? Kommen wir so rüber? Da! Oh! Immer diese Mario-Kicks. Und. Das war fucking knapp, Alter. Ja, die Silbersterne in der Toilette. Was? Nein! Und der Frosch ist in den Tod gesprungen. F in die Kommentare oder ihr seid herzlose Wichsers.
Quack, quack. Ich frage mich teilweise, ist das überhaupt ein Frosch? Der macht richtig komische Geräusche irgendwie. Also auch in der Vanilla-Version übrigens macht der so ein komisches Quack, quack. Obwohl er gar kein Frosch ist. Obwohl er gar kein... Was? Was bin ich gerade sagend? Junge, was? Ich glaube, ich bin gerade wirklich in den Tiefen der Plexal-Lobbys von B3313 gefangen in meinem Mind. Ich komme gerade nicht raus. Was geht? Also ja, um das nochmal zu revidieren. Dieses Quack, Quack, das ist komplett komisch. Aber natürlich ist er ein Frosch. Da müssen wir nicht drüber reden. Ein wahrer Ehrenfroschi. Das waren wahrscheinlich auch die frühesten Versionen von Pepe, dem Frosch. Oder Pipo. Und den weiteren Brudern da draußen. Wir gehen nochmal rein in die Cold Cold Crevasse. Weil jetzt kommt noch was. Es gibt, ich glaube, auch einen ziemlich einfachen Shortcut, den man sofort von hier aus nehmen kann. Einfach in den Berg hoch. Puh. Dann machen wir einmal kurz einen U-Turn. Schon sind wir da. Stark. Und damit... Ah, das ist krass. Nachdem man re-entert, taucht der Text nicht mehr auf. Aber, however, wenn man das Spiel neu startet und sein Save-State oder... Nein, nicht Save-State, aber seinen Spielstand lädt... Oh Gott. Da. Nein! Und seinen Spielstand lädt und in den Castle Grounds, im Schlosshof landet, taucht da wieder dieser Text auf. Und wegen, ja, du bist hier in einem neuen Abenteuer. Und so weiter und so fort. Ich save-state gleich, mir reicht's, ey. Oh je. Yeah. Das Ding ist halt auch, durch diese ganzen Level, mir fällt das gerade durch die Lebensanzeige auf, diese ganzen Level, in denen man quasi... Nein! Oh je. Gut, dass ich ein Safe-Set gemacht habe. Jetzt habe ich vollkommen vergessen, was ich sagen wollte. Das kann's doch nicht sein, Allah. Halt! Ich habe so viele Leben gesammelt. Wisst ihr, wie ich meine? Ich habe so viele Leben gesammelt. In den letzten Parts. Und durch diese ganzen Level, in denen dein Spiel abstürzt, effektiv, weil... Ja, keine Ahnung, da so ein... gesichtsloser Mario-Klon rumläuft und dich umbringen will. Musst du natürlich das Spiel neu starten. Und das Ding ist, ich finde das sehr schade, dass dieses Fangame hier nicht die Anzahl der Leben speichert. Weil es gibt ROM-Hacks, die machen das. Es gibt ROM-Hacks, die haben dieses Feature. Und ich finde, das wäre Quality of Life, weil du kannst halt nichts dafür, wenn du in ein Level kommst, wo du das Spiel beenden musst. Oder das Spiel abstürzt, weil gewisse Aktionen ausgeführt worden sind, wenn ihr versteht, was ich meine. Also, ich finde es ein bisschen unnötig. Aber apropos unnötig, gehen wir nochmal in dieses Level hinein. Wir sind fast fertig. I guess. Ich glaube, in der Cold Cold Crevasse gibt es jetzt nichts mehr. Ich glaube, da gab es nur zwei Sterne im Prinzip. Ja, das war klar. Ich weiß aber gar nicht, warum ich gerade diesen bescheuerten Weg laufe. Es macht ja gar keinen Sinn. Was tue ich hier? Ah, wait. Never mind. Ich bin genau richtig gelaufen. Bruder. Was ist denn da los? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Junge, wie schnell man einfach sterben kann. Also nicht in Mario 64 im Prinzip, sondern hier in diesem ROM-Hack. Wild. Wir zischen hinein. Und zwar Snowman's Land oder Snowman's Head Beta-Version. Und ich würde sagen, wir fangen an mit der unangenehmsten Aufgabe. Der Silberstern-Grinch. Es ist deshalb cringe,
Weil die sich halt so schnell fortbewegen und so. Ich glaube, hier gibt es 3 Sterne zu holen. Kommen Sie. Wieder ein Froschi. Junge, wie ist mein Gedankengang gerade darauf gekommen, dass dieser Frosch kein, naja, Frosch ist? Also ich meine, technically, ne, ist so ein Quack Quack schon eher auf Enten zuzuordnen. Na klar. Aber für mich klang das dann doch am Ende ziemlich froschartig. Ich weiß nicht, wenn ihr mich fragt, so. Quack, quack. Quack. Weiß nicht, Frösche machen komische Geräusche. Worüber rede ich hier eigentlich? Junge! Was da aus? Ich sollte lieber über meinen neuen Schomschom reden. Ich habe mir letztens einen Schomschom gekauft. Falls ihr euch fragt, was das ist, das ist so ein. Ja, so eine Haarentferner-Rolle mäßig. Also, ihr kennt ja diese Haarrollen quasi. Well, das sind komplett nachhaltig. Gibt es tatsächlich als eine Art, ja, so eine Art, es ist geformt wie so eine kleine Mini-Staubsauger oder so. So ein halt, das hältst du halt so in der Hand und dann hat das halt so eine Art Rolle. Und über die kannst du halt, Teppichhaare entfernen oder auf deinem Bett Haare entfernen, so gerade wenn du Haustierbesitzer bist, ist das eigentlich ein Must-Have in deinem Haushalt. Und ich habe in letzter Zeit immer gehadert mit diesen, kennt ihr diese Haarrollen, diese Haarentfernungsroller, die IKEA immer so für 1 € anbietet. Ich denke mir am Ende des Tages so, ey, ist das nicht am Ende voll unnötig, wenn man so einen Schomschom hat? Wer kennt's? Wer hat auch einen Schomschom zu Hause? Schreiben Sie es in die Comments. Na klar. Und ich muss sagen, ich habe den heute erst getestet. So, ich habe meinen Teppich auseinandergenommen. Also mehrere Teppiche auseinandergenommen. Ich habe mein Bett auseinandergenommen. Und meine Tagesdecke auf dem Bett auseinandergenommen. Und Bruder, ich muss sagen, also es ist schon Next Level so. Also ich habe das normalerweise immer entweder halt mit der Haarentfernungsrolle gemacht. Oder wenn ich mir mies reingegönnt habe, habe ich es mit dem Vorwerk gemacht, ne? Der gute Vorwerkstaubsauger. Mann, Gens. Aber mittlerweile denke ich mir so, ja, keine Ahnung. Minimoy ist doch eh immer so fucked up. Wenn der Vorwerk läuft, dann rastet sie immer komplett aus. Ja, eigentlich nicht so. Sie geht dann immer ins andere Zimmer. Und denkt sich, wann endet das endlich alles hier? Wann wird das alles hier beendet? Ja, und deswegen auch, um sie ein bisschen zu schonen, so, keine Ahnung. Ne, ich muss jetzt ja nicht alle paar Tage mit dem Vorwerk über mein Bett gehen. Obwohl es natürlich schon wirklich ein waster Aufsatz ist, den der Vorwerk da hat. Das ist wirklich so eine Art, es ist halt wie der Schomschom, nur in elektrisch quasi. Und er saugt Luft an, statt dass er mit, ich glaube, elektromagnetischen Wellen arbeitet, ne, so quasi wenn Haare aufgeladen werden und so, dann sind die ja besonders, dann werden die besonders sehr gut gesogen und so. Hier übrigens, ne, Snowman's Head, die Beta. Von seinem Kopf ist nicht viel übrig hier. Der kopflose Snowman. Und hier oben ein Stern. Ziemlich Vanilla, die Aufgabe ziemlich Vanilla. Aber der Schneemann ist leider noch im Aufbau. Da muss es noch ein bisschen weiter schneien, glaube ich. Rip und F. Und je. Ich habe mich schon wirklich fast gefragt, wann wir hier wieder rauskommen. Holy shit, das hat echt lange gedauert. Wir hatten sehr viel Glück gehabt. 1, was? 2? Ja. Die Auflösung hier ist, wo gehe ich hin? Wo gehe ich hin? Ich bin absolut lost. Das Ding ist halt, weil ich das hier doppelt und dreifach spiele, so literally, komme ich natürlich schon mit den Paintings ein bisschen durcheinander und mit den Türen. Aber ja. Gucken wir, dass wir diese Welt heute beenden. Also es muss basieren. Ich liebe diesen Tune, ich liebe diesen Song. Ey, wie der gemacht ist. Ich schwöre dir. Wir gehen ein letztes Mal hier rein. Und zwar für den Labyrinthstern. Das Eislabyrinth. Ich weiß, by the way, nicht, ob es hier in 1.0 Official
oben am Turm auch einen Eingang gibt in ein Iglo. Oder ob es hier generell ein Iglo gibt, ich weiß es nicht. Ich habe es im B3313-Wiki nicht rausgefunden, von daher gehe ich mal davon aus. Nein. Und damit sind wir hiermit endlich fertig, Alter. Holy shit. Frosty Highlands, die frostigen Hochlande. Schon ein gottloses Level. Und damit kommen wir jetzt hier zum zweiten. Und Wumms, Wuchtball again, oder was? Wait a second. Tatsächlich. Tatsächlich. Und hier gibt es auch wieder ein paar Sterne zu macken. Sagen wir, kommen direkt auf das Wichtigste. Ne? Speeden direkt durch. Es gibt rote Münzen. Einen Koopa, der komplett ausrastet. Ach du Scheiße. No. Das No von Mario, beziehungsweise das in seinem Intro, das No. Das wird noch ganz besonders wichtig. Falls ihr B3313 gespielt habt, dann fühlt ihr, was ich gerade gesagt habe. Worauf ich anspiele mit dem No. So, derjenige, der das Intro gemacht hat, diesen Intro-Song, absolute Ehre, Allah. Übrigens ein riesiges Wasserbecken. Also das war wohl mal für die Wumms-Wuchtwall-Beta geplant. Maximal wild. Ne? Also ich habe mal nachgeschaut und es ist wirklich so, manche Beta-Level, gut, ich weiß jetzt nicht, ob das hier, aber manche Beta-Level basieren tatsächlich aufgrund von selbst zum Beispiel Space World. Oh mein Gott. Space World. Ja, da wär's runter. Ach du Scheiße, Alter. Manche Beta-Demos von Super Mario 64 hier in diesem Spiel basieren auf Space World 95 Betas. Einfach. Es gab Space World 95 Convention mit diesem Spiel Super Mario 64 als spielbare Version. Ich glaube, ein Jahr vor Initial Release. Lass mich da jetzt hoch, Alter. Ich raste aus. Oh, warum mache ich das nicht vorher so? Ehre. Und ich glaube, auch aus der Space World 95 sind diese Stimmen von Mario. Ich glaube, es gab halt verschiedene Demos und deswegen wurden auch, ich glaube, unterschiedliche Stimmen genommen, bevor dann am Ende Charles Martinet als Stimme vorkam. Junge, was zum Teufel, Alter. Raste aus. Ja, der Super Mario 64 Profi. Es ist alles der je. Okay, ich glaube, ich habe alle soweit. Das war knapp Tendo. Mario, willst du mich verarschen? Mario, willst du mich erneut verarschen? Oder? Wir brauchen noch eine rote Münze. Aha! Da haben wir den Aal. Ne, eben diese verschiedenen Stimmen von Mario, dieses... Au! Und dann dieses hohe... So, das... Das klingt alles so hart nach Beta und nach drei verschiedenen Synchronsprechern. Die wurden hier alle ehrenlos reingebuttert. Das feiere ich schon irgendwie. Und dann natürlich noch dieses... Oh! Maximal wild. Gut. Schön, schön, schön. Gucken wir uns mal an. Was gibt es hier denn hier so noch in Wumms Kingdom? Läuft da gerade super. Drei Sterne gibt es. Oha. Halt der Stern oben auf der Spitze natürlich. Den habe ich nicht vergessen. Aber wo ist hier der dritte? Version 0.9. Oh, okay. Wer weiß, ob das hier dann auch so ist. Manchmal habe ich das Gefühl, das B3313-Wiki ist nicht akkurat an 1.0. Also es heißt halt hier diese fünf Inseln und so. Und in 0.9 ab 30 Sternen oder so ein Cringe. Und das ab 30 Sternen, das ist so ein Objective. Das kommt sehr oft vor. Das kommt hier sehr oft vor, muss ich sagen, in diesem Spiel hier. Dass sich bei 30 Sternen irgendwas freischaltet. Das ist wild. Aber ihr habt es gesehen, wir waren eben auf den Plattformen. Und da ist nichts gewesen. Keine Piranha-Pflanze. Die einzige Piranha-Pflanze, die in diesem Level in 1.0 vorkommt, ist, ich glaube, die. Und sie hat mir eine Minusmünze gegeben. So eine Arschsau.
Anyway. Wir zischen. Zur nächsten Aufgabe. No! No, 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 no! Ja, 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 ja! Wir sind trotzdem richtig. Wir gehen nämlich jetzt in Wumms Gefängnis hinein. Yeah. Let's go. Ja, ihr habt's richtig gehört. Wumms Gefängnis. Sie rasten komplett aus. Wie heißen die eigentlich? Twoms, ne? Aber wie heißen die auf Deutsch? Ich weiß es nicht mehr. Hier übrigens sehr viele Löchers. Ich glaube, das sind Todeslöcher. Also ich glaube, wenn du in die reinfällst, dann ist Feierabend. Oh, ein kleiner Cooper. Ich habe gehört, der große King oder König hat seine neueste Festung aus seinen Minions gemacht. Kannst du das glauben? Jeder hier sucht nach ihm, aber er kann nirgendwo gefunden werden. Ui. Jetzt ist die Frage, was gibt es hier zu tun? Es gibt hier 2 Sterne, meines Wissens nach. 8 rote Münzen. Und dann gibt es noch eine weitere kleine Aufgabe. Und ich glaube, ein Stern von den beiden zieht einem nicht aus dem Level raus, sondern lässt sich in diesem Level bleiben. Und ich weiß gerade nicht mehr, welcher das war, um ehrlich zu sein. Und ich würde ganz gerne zuerst den sammeln, der einen nicht aus dem Level rauszieht. Ganz einfach, damit ich nicht nochmal reinlaufen muss, weil das halt voll cringe ist. Ich finde, das hätten die ROM-Hersteller schon bedenken können. Quasi dieses SM64-Gimmick. Du gehst in eine Art Höhle rein, stirbst oder gehst... Ja gut, ich weiß nicht, ist das... Ist das da auch so? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube, in SM64 Vanilla ist es so, wenn du einen Stern in einer Höhle sammelst und wieder in das Level reingehst, spawnst du auch direkt am Anfang. Also, ich habe nichts gesagt gehabt. Naja, anyway, hier ist der Stern. Hoffen wir, dass er uns nicht ins... Nein! Egal, egal. Scheiß drauf. Da müssen die 8 roten Münzen erneut sein. Oh je. Aber ja, imagine, Allah. Wumms Gefängnis. Also, ich weiß nicht, ob das eine Creepypasta ist. Wie schnell ist die denn explodiert? Ich weiß nicht, ob das eine Creepypasta ist an der Stelle. Also quasi dieses Level hier. Oder ob das in den Rohdaten im Source Code von Super Mario 64 gefunden worden ist. Oder mal Teil war einer Beta. Ich könnte es alles rausfinden, ich müsste nur auf diesen einen Link klicken, aber ihr müsst mir verzeihen, ich habe gerade gar keinen Bock, Alter. Habe ich die vergessen am Anfang? Ich glaube nicht. Ich finde mein Movement von Di Mairo übrigens fantastischst. Oh mein Gott, die habe ich sogar vergessen. Stark. Das Ding ist, da ist sogar noch ein Chain Chomp. Aber ich habe jetzt nicht rausgefunden oder evaluieren können, dass irgendwas Gutes passiert, wenn wir dem helfen. Außerdem will er uns eh töten. Oder dieses Mario Movement, Alter. Ich komme im Dreieck. Hoffen wir, dass wir nicht aus dem Level rausgezogen werden. Stark. Das kommt manchmal halt vor, dass 8 rote Münzen oder generell irgendwelche Sterne dich nicht aus dem Level rausziehen. Sehr weird. Naja, wir gehen mal hier in diese Röhre hinein. Und tun mal gucken. Wo sind wir? Wo sind wir? Ich glaube, das hier ist Wumms Fortress. Kann das? Sind das die Sonnen? Oder die schwarzen Löcher? Aus Mario Galaxy? Habe ich mich beim ersten Mal schon gefragt. Das Ganze generell hier sieht auch ein bisschen 3D-Land oder 3D-World Galaxy-mäßig aus, muss ich sagen. Naja, anyway, wir kommen direkt zum Wichtigen. König Wump! Ich bin sauer. Wir bauen eure Häuser, eure Schlösser und ihr lauft einfach nur über uns drüber. Ich glaube, das Gleiche werde ich jetzt auch mal bei dir tun, Bruder. Einfach nur der Bube. Und er ist sauer. Guck mal sein Gesicht. Der Bruder hat gar keinen Bock.
Hallo? Mario. Perspektiven-Cringe. Ja, also er ist maximal sauer. Uh-oh. Und das war's auch schon. Nein, schon wieder gecrushed worden von dir. So als wäre ich Cannabis. Yeah. Und es gibt einen roten Stern. Holy, let's go. Let's go. Wo ist der? Herr, wo ist der? Mario? Ich habe auch die Schattierung auf dem Boden nicht gesehen. Wo ist die Schattierung bitte? Hä? Bruder. Ja, well, ein weiterer Rotstern. Let's go. Ich weiß an der Stelle, ich weiß nicht, wie viele das jetzt gerade sind, die wir gesammelt haben. 3 vielleicht. 3 dürften es sein. Apropos sein. Das war's für diesen Part gewesen sein. Von daher gesehen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Hauen Sie rein.